liebe Zuschauer und Freunde, heute bei Spaniel Talk. Es haben ein zweites Thema diese Woche, weil wir haben ein wichtiges fachliches Thema hier. Und da geht es um das, was momentan durch die Medien, zumindest im Verkehrsbereich, durch den Blätterwald rauscht, das ist das 9-Euro-Ticket. Und da habe ich heute einen Experten, meinen Kollegen aus dem Verkehrsausschuss, der auch im Aufsichtsrat eines regionalen ÖPNV-Unternehmens ist. Ja. Und das ist der Mike Monzek aus Sachsen. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, Mike, du bist ja nun auch schon eine Weile jetzt im Bundestag, im neuen Bundestag drin. Bist schon vorher immer politisch aktiv gewesen, aber bist ja nur auch im Bundestag drin, im Verkehrsausschuss und im Tourismusausschuss. Ja. Und jetzt hören wir hier dieses 9-Euro-Ticket, das rettet uns alle. Und da fange ich erstmal vorne an. Wir haben es heute Morgen, wir haben als AfD-Fraktion beantragt, dass wir dazu mal eine Sondersitzung machen, weil so viele offene Fragen sind. Und dieses 9-Euro-Ticket hat man erfunden, weil die Kosten, also 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr, hat man erfunden, weil die Kosten an der Tanksäule für Autofahrer so hoch waren. Jetzt, also du kannst jetzt als Autofahrer zwar nicht billig tanken, aber du kannst ein 9-Euro-Ticket kriegen. Ja, das ist nicht wie in Bullen, Mehrwertsteuer runter und Sprit günstig, hier ist andersrum. Wir machen etwas ganz anderes und was völlig Verrückteres. Wie gesagt, 9 Euro, wie sagt man so schön, 9 Euro für 90 Tage, stimmt ja auch nie. Juni, Juli, August, also wir haben, Entschuldigung, wenn das im Juli losgeht, haben wir mehr wie 90 Tage, aber macht ja nicht, das spielt dann auch keine Rolle mehr. Ganz im Gegenteil, wir hatten eine Aufsichtsratssitzung bei uns im Unternehmen und dort war der Vorteil, das ist jetzt so, dass das, was hier erfunden wird, in der Praxis unten nur zu Verwerfung und zu Fragen führt. Und das ist das entscheidende Thema, worüber wir uns dann unterhalten haben. Was kommt eigentlich auf die Unternehmen zu? Es gibt ja keine Millionen, wir reden ja hier nur im 2,5 und 3,5 Milliarden Bereich, was das kommt. Was passiert denn eigentlich für Sie, für euch als Ticketkäufer oder auch schon Busfahrer oder Schüler, wir haben ja alle irgendwo eine Dauerkarte oder was passiert denn? Und das wollen wir uns heute mal so runtergehen, so ein bisschen reingehen und das wird spannend. Ja, also wie gesagt, wir haben noch keinen endgültigen Entwurf vorliegen. Also die Bundesregierung hat was angekündigt, von dem sie vielleicht schon weiß, wie sie es macht, aber es noch keinem gesagt hat. Das ist ein Experiment. Wir nennen das mal ein Experiment, ein Feldversuch. Warum machen die das? Also meine Überlegung war folgendes. Wir haben ja schon mal eine Debatte im Verkehrsausschuss gehabt, wo der Minister sich kurz dazu geäußert hat. So Nebensätze haben wir gehört. Es gab mal ein Bahnticket für 19,90 Euro. Na? Ich weiß nicht, wie lange? Auch so ein Vierteljahr? Aber man hat dort keine statistischen Erhebungen dazu gemacht. Wurde wunderbar genutzt, aber keine statistischen Erhebungen. Man weiß damit nichts anzufangen mehr, außer dass es gab. Was macht man hier? Ab dem ersten Tag wird das statistisch begleitet. Wo wird die Fahrkarte gelöst? Von wem wird die Fahrkarte gelöst? Wo fährt er hin? Man will es komplett aufnehmen, die 3 Monate. Dann sind wir so nach den Sommerferien. Warte mal, aber das Ticket ist ja eine Monatskarte. Ja. Das heißt, der weiß nur, ob er es nutzt und wo er es kauft. Aber, also, dass er es einmal kauft. Ja. Wo er genau fährt, weiß er nicht. Nee, ganz genau kann er es ja nicht wissen, aber man kann es an der Frequenz der Ausnutzung dann sehen. Ne? Also die Zugauslastung oder die Busauslastung wird ja zeigen, wo derjenige, der das Ticket gekauft hat, und das betrifft ja den Regionalverkehr, wo fährt er denn hin? Okay. Also wo sind die Kapazitäten dann ausgelastet? Okay. Das wird das Interessante. Verkehrsströme, Passagierströme. Ne? Ja. So in der Richtung. Für alle, die es noch nicht kennen, 9 Euro für einen Monat. Ja. Gilt 3 Monate lang. Jawohl. Und was kostet, wissen wir auch schon. Also sagt zumindest die Bundesregierung, sagt, die Busunternehmen oder die ÖPNV-Unternehmen kriegen 2,5 Milliarden. Genau. Für jetzt, das ganze Thema. Jetzt ist ja die spannende Frage, ist ja immer, was die Nebenkosten bei so einem Experiment sind. Also der Unternehmer muss jetzt sehen, wie er das überhaupt handelt. Was muss er umstellen? Gibt es das Ticket auch im Bus zu kaufen? Gibt es das Ticket auch in der Bahn zu kaufen? Also ist es nur online buchbar? Was für Nebenkosten kommen hier dazu? Und davon redet ja niemand. Ne? Und das Spannende ist, wenn so ein Unternehmen, und wie gesagt, ich bin im Aufsichtsrat, und das war das, wo dann, ja, wie viele Leute werden jetzt abgestellt, um das organisatorisch überhaupt umzusetzen? Und bitteschön, wir sind in einem Regionalverbund. Und dieser Regionalverbund, wir haben mehrere in Sachsen, das bedeutet, wie handeln die das dann? Zweitens, fahren die Schüler, machen wir mal eine Hypothese, ich sage euch, die fahren an der Ostsee.
Ja, klar. Ferien, 9 Euro, los geht's, dauert ein bisschen länger, Regionalverkehr, die fahren an der Ostsee. Aber gibt es die Kapazitäten überhaupt? Oder ist das dann, was man befürchtet, dass hier eine wirkliche kleine Welle kommt und wir können es überhaupt nicht verkraften? Das sind die Sprachen, die ihr Unternehmen beschäftigt. Und ich sagte noch was das Problem ist, das hat doch vielleicht gar keiner so auf dem Schirm. Die Grünen werden dann sagen, wir haben 40 Millionen 9-Euro-Tickets verkauft. 40 Millionen in diesem Land wollen auf das Auto verzichten. Richtig, genau das ist der Hintergrund. Und das ist genau, liebe Leute, das ist genau die Strategie dahinter. Und dann heißt es ganz klar, also die 40 Millionen, die aufs Auto verzichten wollen, die kriegen zukünftig günstigen Personennahverkehr und die Parkplätze und alles und die Straßen brauchen wir auch nicht mehr ausbauen. Das sparen wir alles, aber dafür schenken wir den Leuten für 9 Euro im Monat ein Bahnticket oder ein Busticket. Ja. Genau, so wird es werden. Das ist die Ideologie dahinter. Ne? Ja. Jetzt kommen wir nochmal zu dem, was genau beschlossen ist oder was momentan der Informationsstand ist. Mhm. Also die Gültigkeit des 9-Euro-Ticket gilt im Prinzip überall, außer im Fernverkehr. Richtig. Im Bahnfernverkehr. Im Regionalverkehr. Hat Flixbus eigentlich schon Pleite angemeldet, also Insolvenz angemeldet? Nö, der Flixbus-Mann war heute ganz positiv auf der Messe. Ne? Ja. Genau heute vor 10 Jahren haben sie angefangen, expandierendes Unternehmen bis Kanada, haben sie jetzt die letzte Dissertation aufgemacht. Also der hatte heute nicht den Eindruck vermittelt, dass er da irgendwo Bedenken hat. Aber ich bin morgen nochmal auf der Messe, gute Frage. Wenn ich jetzt für 9 Euro im Monat mit dem Regionalexpress fahren kann, dann bin ich nicht mehr der Konkurrent vom ICE, aber dann bin ich der Konkurrent vom Flixbus. Ja, ja, das ist so, ja. Spannende Sache, ne? Ryanair auf Deutsch gesagt gegen Lufthansa. Ja. So, schauen wir mal. Ja, und es gilt, wie gesagt, für 3 Monate. Es gibt es online, ja, wollten wir auch erst nur online machen. Da hat man festgestellt, Mensch, es gibt doch noch Menschen in dem Land, die nutzen den ÖPNV und die haben vielleicht gar keinen Internetzugang, weil sie noch nie Internet benutzt haben. Ich weiß, schwer vorzustellen, für alle, die hier zugucken, gar nicht vorstellbar. Ich kann ein Beispiel sagen, meine Mutter 87, ne? Die kauft ihr Ticket beim Busfahrer. Die kauft ihr Ticket, wenn sie in die Stadt fährt, 1,85 Euro, 10 Kilometer, kauft ihr beim Busfahrer. Das war die spannende Frage. Wird das auch vom Busfahrer? Die Umstellung der Apparaturen, ist das so, dass das dann der Bus, das ist die spannende Frage. Ja, kannst du es dann beim Busfahrer kaufen? Das steht ja noch nicht fest. Okay. Das steht noch nicht fest. Okay. Das sind die Nebenkosten, die dann kommen. Allein die Programmierung der Möglichkeiten. Das muss ja auch bezahlt werden. Ja? Was ist eigentlich mit den Leuten, die schon so ein Ticket haben, eine Monatskarte? Genau. Schülerticket. Was macht ihr mit denen? Genau, Schülerticket, Studententicket oder eine Wochenkarte oder eine Monatskarte oder eine Jahreskarte. Was macht ihr mit denen? Ja, das ist diese Ungewissheit, wie wird es denn verrechnet? Ja, also wenn Sie jetzt einmal abbuchen im Jahr, wäre das ja möglich, die Differenz zu machen. Aber wenn einer wöchentlich, wenn einer monatlich überweist, ja, dann kommt der Aufwand zustande. Und das ist das, was die Unternehmen nicht wissen. Was passiert jetzt eigentlich? Und da kommen wir immer wieder zu dem Punkt, diese Nebenkosten weiß niemand, weil niemand weiß, ob das jetzt so wird. Ganz einfach, es wird der Hauptteil der Arbeit und der Kosten bleibt am Unternehmen hängen. Und da kommen wir nochmal zur Länder-Bund-Finanzierung. Ne? Jetzt, wenn der Bund bloß diese 2,5 oder 3,5 Milliarden gibt, dann wird... Es sind nur 2,5. Also sind nur mal 2,5. Kurz zur Finanzierung. Das wird nicht den Unternehmen direkt überwiesen, sondern es geht in die Regionalisierungsmittel. Damit alle das mal vielleicht verstehen, der öffentliche Personennahverkehr, ob der jetzt schienengebunden oder straßengebunden ist, in unseren Bundesländern, der kriegt einen Zuschuss vom Bund und das sind im Jahr so ungefähr 10 Milliarden. Ja? Mhm. Und der kriegt jetzt für dieses Experiment 2,5 Milliarden mehr. Ja. Das sind die Länder, die das Geld kriegen und die verteilen das weiter. In die Verbünde. Und der bringt es im Regionalbusunternehmen. Und der gibt es seinen Subunternehmern. Also die Kette müssen wir erstmal stricken. Ja. Ne? Wie fließt die Spur des Geldes? Ja. So. Und dann kommst du dann zur Spur der Arbeit und Spur der Ungewissheit. So. Und jetzt wird das Geld wird nicht mehr, aber die Arbeit wird mehr. Ja. Denn das, was der Bund gibt, deckt das nie ab. Und da kommen wir zu den Verlusten, die entstehen, wenn ein Schülerticket heute 49 Euro kostet und dann plötzlich kannst du eben 3 Monate für 9 Euro fahren. Das Unternehmen, der Kreis bei uns rechnet und hat da schon eingerechnet, was das Schülerticket ist und plötzlich fehlen 40 Euro. So, und das ist die Differenz. Ja? Und jetzt geht es darum, langt das Geld, was da über diese Kette kommt, oder gibt es dann die Differenz noch, wo am Ende das Unternehmen noch ein Minus macht und der Kreis ein Minus. Und da
Genau, haben wir angesetzt zu dem Gedanken. Und was ist dein Eindruck für euer Unternehmen? Es wird auf jeden Fall kein vorteilhaftes Geschäft für das Unternehmen. Es wird ein ideologiegetriebenes Ticket sein. Und am Ende, ganz ehrlich, wird es so sein, dass die Kosten, die Nebenkosten, die niemand sehen will, am Unternehmen hängen bleiben. Und das bei den Energiekosten, die es extra jetzt noch hat. Ja, da habe ich jetzt noch eine Frage dazu. Wir haben hier ja offensichtlich ein Problem in der Durchdachtheit dieses Antrags. Und wenn die Bundesregierung etwas beschließt, da hat man früher in diesem Land damit rechnen können, da haben sie sich vorher Gedanken gemacht, wie das umgesetzt wird. Und dann kriegt dann der Bundestag, kriegt dann Papier, das ist ein Gesetzentwurf, da steht dann drin, wie es umgesetzt wird. Ja. Und meistens sind die Vorteile und die Nachteile und die Kosten genau aufgeführt. Ja, sollte so sein. Das ist aber nicht der Fall, oder? Nee, es wird ein Wunsch, also das ist ein Wunschdenken. Die werden das als Experiment, da macht man das einfach mal. Man gibt einen Fakt rein, dann haben sie reingegeben. Es sollte ja schon mal im Mai losgehen. Man wusste nicht genau das Nein und jetzt weiß man es doch ein bisschen besser. Jetzt soll es im Juni losgehen. Und das interessiert hier überhaupt niemanden mehr, was durchdacht ist. Ein schönes, schönes Wortspiel. Ne? Das durchdenkt niemand mehr. Sondern wir machen das jetzt, begleiten das 3 Monate und was hinten bei rauskommt, werden wir sehen. Was ist denn, wenn das jetzt wirklich 40 Millionen Leute kaufen und damit fahren? Also, versuchen zu fahren. Ja, ja, im Praktischen wird erstmal eine Überkapazität sein. Also gibt es denn da auch mehr Bedarf? Ich meine, das Unternehmen muss ja dann eigentlich mehr auch zur Verfügung stellen. Ja. Macht es das? Ist das geplant? Das kann es nicht planen, weil A, fällt jetzt schon jeder Busfahrer und Busfahrerin, also muss man aber deutlich sagen. Zweitens mal die Kapazitäten vom Bus, vom Fahrzeug bzw. Bahn, die sind ja auch nicht plötzlich für 3 Monate da, woher denn auch? Also könnte es schon sein, dass uns das auf die Füße fällt oder auf den Kopf, das können wir uns jetzt noch aussuchen. Aber es wird auf jeden Fall Ideologie betrieben, heißt das ja, es sind mehr Bedarf, was du vor uns sagtest, was du angedacht hast, zur individuellen Mobilität. Die wollen jetzt alle ÖPNV, die wollen alle damit fahren. Das wird am Ende uns verkauft. Ja, jetzt mal nochmal, wenn der Zug jetzt, da werden alle reingequetscht, bis es halt passt. Und ja. Also im Grunde genommen, wir verschenken jetzt öffentlich, wir fahren, machen jetzt, das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber wir haben dann fahrende Obdachlosenheime. Ja, für 9 Euro kannst du im Zug wohnen. Ja. Ja, die Überkapazität, also die Überbeanspruchung der Kapazitäten kommt am Ende darauf, ja, fährst du mit dem nächsten Zug. Also da muss man jetzt damit rechnen, einen nächsten Bus zu nehmen. Interessiert aber niemanden. Es interessiert niemanden, darum geht es ja nicht. Ganz im Gegenteil, umso mehr das eintreten würde, die Kamerabilder und die Bilder in der Tagesschau, wird es dann am Ende werden. Massensturm, Bahnhof und Busbahnhöfe. Und jetzt wollen wir alle, wir brauchen kein Auto mehr. Das ist doch der Hintergrund. Ne? Und das sollte man gleich mal von vornherein im Bewusstsein ein bisschen behalten. Koste es, was es wolle. Was denkst du denn, was so an Reservekapazität vorhanden ist bei den Unternehmen? Okay, also 10%. 10% von dem, was jetzt ist. Ja, guck dir das an, es gibt keine Ersatzteile. Wir haben immer noch einen Personalmangel. Mhm. Ja, so. Und wenn du heute hingehst, sag mir, ich bin jetzt kein Bahnfahrer, bin jetzt einmal in den letzten 4 Wochen mit der Bahn, mit der Regobahn gefahren von Chemnitz nach Freiberg. Wie kommst du nach Berlin? Ich? Ein Auto. Ach, warum? Ein Auto. Warum? Ja, ganz einfach. Meine Wohnung liegt außerhalb und ich brauche ohne Stress 2 Stunden. Ne? Völlig schöne 120 und kein Blitzlicht. Und mit dem Zug würde ich schon mindestens 3,5 Stunden brauchen von Freiberg nach Berlin. Würde das ja, haben wir auch geplant, mal zu probieren. Man kann nur davon reden, was man probiert hat. Kollegen sind ja schon gefahren, die das mir gesagt haben, 3,5 Stunden. Und ich habe ja auch viel mit. Das muss ich auch noch dazu sagen. Ne? Ich habe die Wohnung da draußen, ich habe hier fürs Büro was. Und das dann alles durch die Bahn, das stelle ich mir noch ein bisschen schwierig vor, vom Organisatorischen her. Also ich bin dann immer noch so ein bisschen Individualist. Also, jetzt haben wir also eine Maßnahme der Regierung, das 9-Euro-Ticket. Es ist nicht richtig gut durchdacht. Ja. Aber es wird verkauft als Riesenerfolg und als Entlastung für den Autofahrer. Für den Autofahrer? Vom Autofahrer. Es ist die Entlastung für den Autofahrer, ja. Weil der Autofahrer, der sich das Tanken nicht mehr leisten kann, der kriegt jetzt ein 9-Euro-Ticket. Und das hast du mir gerade erzählt, bei dir wirkt das ja nicht. Ich meine, du hast ja schon das 9-Euro-Ticket übertragen. Ja. Bundestagsabgeordnete kriegen eine Bahncard, damit sie mit der Bahn fahren. Kriegen aber auch keine Fahrten mit ihrem Privat-Pkw erstattet. Nee. Muss man auch dazu sagen. Nee. Kriegen eine Bahncard, kriegen aber nichts erstattet. Auch nie über die Steuer.
Gar nicht, gibt es nicht. Also nicht, dass er jetzt irgendwie, wir wollen nicht jammern, wir sollen mit der Bahn fahren. Und wenn du mit dem Privatauto fährst, ist es dein Privatvergnügen. Richtig. Und das muss so groß sein, das Privatvergnügen, dass du eben nicht auf den ÖPNV umsteigst. Also, weil wir ja im Verkehrsausschuss sind, machen wir eins, wir kaufen uns so ein 9-Euro-Ticket. Lass uns mal das Experiment machen. Na, wir holen uns so ein 9-Euro-Ticket und dann fahren wir mal alle beide mit dem Zug. Na? Ich meine, du musst das jetzt nicht so wörtlich nehmen, dass du von Stuttgart hier mit dem Regionalexpress anreisen musst. Das will, aber ich würde es schon mal probieren. Ne? Einfach, da können wir auch wissen, von was wir reden. Von Erwerb bis die Fahrt, das wird interessant. Aber das Auto als solches, wir wollen es gerne erhalten. Ja. Das wollen die jetzigen Regierenden nicht. Jetzt geht es darum, das uns mit einem Experiment zu beweisen, dass wir zurück in die Zukunft. Dass wir alle gar nicht im Auto brauchen und nicht wollen, das ist ja das Experiment. Das ja, und ich will nochmal zurück in die Zukunft, ist da vielleicht das Richtige, wo ich herkomme, du weißt das, ne? Hier stehen wir vor dem Reichstag, wunderschön, aber es gab Zeiten, da konnte ich... Hier war früher die Mauer, hier war die Mauer. Ganz genau. Da war Westen, richtig. Da war Osten. Und ich durfte nur bis hierher. Genau, andersrum, du stehst im Westen gerade. Ja, ich durfte nur bis hierher, dort, also ich sitze so. Und wir sind früh um 6 mit dem Bus gefahren auf Arbeit. Ja, also wir haben wirklich Vorläufer und Hauptbus gehabt und das gleichzeitig auch rückwärts aus Freiberg raus. Das Dorf ist im größten Teil mit dem Bus gefahren, also zurück in die Zukunft. Das soll so dann werden. Das bedeutet, also wenn ich jetzt meine Kinder angucke, die noch nie auf Arbeit mit dem Bus gefahren sind, kann ich mir vorstellen, weil sie ja im individuellen Nachwendeverkehr groß geworden sind. Ja, dann heißt das aber, wenn der Bus um 6 fährt, dann ist es mal ganz locker 5:30 schon mal Richtung Bus gehen. Ja, und dann geht es auch nicht so, dass du sagst, pass auf, heute nehme ich was mit oder so. Nee, nee, Einkaufstasche mitnehmen, das langt dann schon mal wieder zu. Und das ist der Zurück in die Zukunft, ab in den Sozialismus. Das ist der Weg. Ja. Ja? Das ist der Weg, den die anderen machen, den wir wollen. Ja. Ja. Und wir werden uns gegen, damit das jetzt alle mal verstanden haben, das haben Sie vielleicht der ein oder andere schon mal rausgehört, wir sind ein bisschen kritisch mit günstigen Tickets für den Schienen- oder Straßennahverkehr, weil wir an der Stelle den Menschen in diesem Land die Wahl ihres Verkehrsmittels möglichst freistellen wollen. Und das, was hier passiert, ist ja nicht umsonst. Das kostet ja Steuergeld. Richtig, Ihr Geld. Genau. Also und 9 Euro, was Sie kriegen, bezahlen Sie dann aber auch selber. Das muss man ganz deutlich machen. Die Steuern. Ja, ja. Und alle Autofahrer, ja, denen nimmt man die Kohle aus der Tasche an der Zapfsäule. Ja. Und gibt sie den Leuten, die jetzt ein 9-Euro-Ticket haben und auch nutzen. Ja. Ganz kurz überlegen. Das ist das, was die Regierung gesagt. Wir nehmen euch das Geld unverschämterweise aus der Tasche für den Sprit und geben euch dafür ein Ticket. Genau. Das müsst ihr allerdings noch bezahlen für 9 Euro. Ja. Das ist die Ersatzleistung. Richtig. Ihr kriegt keinen günstigen Sprit. Nein. Ihr kriegt ein Ticket, damit ihr euch auch gleich umgewöhnt. Das ist der momentane Stil der Politik. Alles ist so ein bisschen Erziehung. Ja, kenne ich. Ja. Ja? Und wird einem auf der Busmesse verkauft als die Zukunft, weil der Bus ist ja das perfekte Verkehrsmittel. Also nichts gegen Busse. Busse sind wichtig und notwendig. Alles gut. Ja. Und es ist auch in einem gewissen Rahmen notwendig, dass man das mit staatlichen Mitteln fördert. Aber wenn einem erzählt wird, dass es im Prinzip eine Zukunft gibt, sag das nur mal ganz kurz. Die durchschnittliche Förderung eines Elektrobusses, die der Bundesverkehrsminister im Rahmen des letzten Antrages gezahlt hat, die durchschnittliche Förderung eines Elektrobusses ist 360.000 Euro für jeden Bus. Was kostet der normale Bus so ungefähr? 250.000, 280.000. Also. Und da kommt hinten eine saubere Luft raus, wie die vorne eingeatmet wird. Ja. Also, da müssen wir dazu sagen, ja? Wir als Bundesrepublik Deutschland nehmen momentan für jeden Bus, da legen Sie als Steuerzahler das Gleiche nochmal hinten rein, damit wir draufschreiben, ist Elektro. Ja. Das zahlt nicht das Unternehmen, das zahlt der Steuerzahler. Alle zahlen das ist genau der Punkt. Und das heißt, unsere schöne neue Welt, die können wir uns anmalen, wie sie ist, wie wir wollen. Auf der Messe haben wir gesehen, alles top, aber es ist nichts anderes als eine Fata Morgana. Oder VEB ist wieder da. Ne? VEB Bustransport. Genau, ist wieder da. Damit Sie sich an die neue Welt gewöhnen, fangen wir an mit dem 9-Euro-Ticket. Oder die Regierung fängt an. Wir sind dagegen. Ja,
auf jeden Fall. Also das kann, so, das kann man auch nicht stehen lassen. Das wollen wir auch nicht stehen lassen. Wir haben eine Debatte beantragt. Ne? Also ja. Wir sind dabei, das aufzubauen. Sie werden das weiter begleiten. Du hast mich vorhin gefragt, wenn mehr und so weiter. Ich habe gerade nochmal nachgelesen, der Fahrgastverband Pro Bahn hat da eine Aussage getroffen. Fahrgastverband Pro Bahn warnte bereits vor übervollen Zügen auf touristisch, genau wie ich es vorhin gesagt habe, beliebten Strecken. Fahrt an die Ostsee. Volles Rohr, rein in die Hütte. Jungs, Zelt mitnehmen, alle an die Ostsee. Pro Bahn-Sprecher sagt, Rheinischer Post, dafür müssten mehr Züge bestellt werden. Wir werden sehen, ob sie da sind. Ich bezweifle es. Ich bezweifle es. Wie sollen die bezahlen? Ja, bezahlen erstmal, mit Geld kannst du nicht fahren. Ne? Also Material fehlt, Leute fehlen. Ich meine, so ein Zug fährt jetzt auch nicht alleine. Ne? Aber spannend wird's. Aber spannend wird's. Und das ist dann das, wir leben jetzt in einer ganz verrückten Zeit, Dirk, für dich. Du darfst jetzt live erleben, was wir früher jeden Tag erlebt haben. Also das ist ja besser wie einen Film angucken. Ne? Maike, ganz so ist es nicht. Schade. Mein Vater kommt aus Brandenburg und ich kenne auch den östlichen Teil Deutschlands. Ich war während meiner, also bis bei 18, als ich 18 war, kam die Wende. Und bis dahin. So jung war bist ich, du? War, ja, so jung bin ich. Und bis dahin war ich auch einige Male in Ostdeutschland und habe auch den Personenverkehr in Ostdeutschland genossen. Das Leben in vollen Zügen genießen. Ja. War bestimmt interessant. Ja, war auch interessant. Und man muss sagen, der Sozialismus siecht. Ja. Siecht? Der Sozialismus siecht. Ja, siecht. Ne? Das war der klassische Witz. Ne? Oder die vier Probleme der Reichsbahn. Ja. Ja. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Boah, Reichsbahn hat er gesagt. Ne? Also, hieß Reichsbahn. Ja, genau. Und warum? Weißt du das, warum? Nee. Nee, weißt du nicht? Warum hieß in der DDR das Unternehmen Reichsbahn? Interessante Frage. Ja, sag's mir. Nach meinem Wissensstand lag einfach nur daran, für Mächtestatus, die Hauptgebäude, die in Berlin existierten, in Berlin wurde durch vier geteilt, waren im Osten. Die Verwaltung der Bahn, der S-Bahn, das ganze Reichsbahn war in Berlin, aber im Ostteil. Jetzt hätte bei einer Umfirmierung die Ostdeutsche Bahn alle Rechte verloren auf den S-Bahn-Verkehr in Berlin und andere Transitstrecken. Deswegen hat man es Reichsbahn bis zum letzten Tag 89 gelassen. Und das war der ganze Hintergrund. Klingt ja verrückt, immer ein bisschen verrückt, ne? Reichsbahn, ja, ganz, boah. Ne? Aber es war so, es hieß wirklich Reichsbahn. Mike, ich bedanke mich, dass du heute da warst. Ich hoffe, wir konnten dem einen oder anderen ein bisschen Einblick kriegen. Und das neugierig machen. Es war ja eigentlich auch eine Sache zum neugierig machen. Ja. Das Ganze selber mit zu verfolgen, immer Livestream, immer bei uns auf den Social-Media-Kanälen. Ne? Und das andere ist ja, wir wollen Sie ja teilhaben lassen an der verrückten Welt, die hier in Berlin beschlossen wird, die völlig absurde Geschichte. Und wir hatten heute schon mal hier, wir haben es vorhin gesagt, so eine dunkle Wolke über den Reichstag. Vielleicht ist es jetzt ja, weg. Ja, aber das Plenum ist noch nicht zu Ende. Denn heute war gleich wieder rüber. Ja, heute war die 100 Milliarden Euro Frage. Jetzt geht es um den Sonderhaushalt. Die sind hier irre, aber wir sind für Sie da und wir sind für euch da, damit wir das Ding hier in den Griff kriegen. Ne? Wir werden das Ding hier weiter kritisch beleuchten und wir halten euch auf dem Laufenden. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss gut. Und Servus.